Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und Rio und ich, mein lieber Gast, spielen zusammen in den TIN 32. Hi Rio. Hallo. Und ich würde sagen... Oh nein, bitte abbrechen, abbrechen, abbrechen. Warte, 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 abbrechen, abbrechen, abbrechen. Rio, du warst bereit. Was hast du gemacht? Ich habe nur Gold mit. Ja, dann wird es auf jeden Fall eine ordentliche Damage-Runde bei dir. Er hat noch CW-Setup, das habe ich gerade gesehen. Oh, warum habe ich denn 0 AP-Mumpen mit? Aber ich konnte es gerade nicht mehr. In dem Moment, wo du gedrückt hast, aber ist mir das aufgefallen. Na. Es tut mir eigentlich schon leid, aber das erst. Ich weiß, unter welchem Video von uns da das Thema Goldnoob stehen wird. Goldnoob, ja. Ich schieße nur mit HE. Wirklich, Leute. Und dann auch noch bei dem Matchmaking. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich konnte mich gerade nicht entscheiden, welchen Panzer ich nehme. Da ist Andi, kann das bezeugen. Ich schwankte zwischen dem Centurion, dem Pershing und dem T-32 und habe alle durchgeklickt. Und dann kurz bevor Andi schon der Puls ging, weil er dringend endlich mal aufnehmen wollte, den T-32 eingeloggt und dann ging alles so schnell. Es tut mir leid. Goldnoob ist kein Problem. Ja. Los geht's! Also es kommt halt wirklich, es kommen so eine Kommentare immer und die kommen jetzt auch hier im Spiel und es ist halt wirklich so. Oh. Ja, nein, also ich verstehe dich schon, also so ein Cheeto oder so ist schon auch schwierig mit normal AP, also da würde ich schon auch auf Premium landen. Ich hätte auch einen T32 hier im Spiel, den ich durchschlagen könnte, also da müsste ich hier wirklich mal Gold laden. Ja, kannst du ja AP laden, aber hast du ja nicht dabei. Ich geb dir einen Tipp. Der T32, den ich meine, das bin ich. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Gegner-Team ist kein T32. Wäre auch schwierig, wenn du dich selbst penetrieren würdest. Oh du, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Und Stura Emil, da brauche ich unbedingt Gold für. Ich lade mal eine HE-Mumpel. Ich spiele mal heute Gold, so Rotbob-mäßig und spiele einfach eine pure HE-Runde. Bis meine HE alle sind. Also nach 4 Schuss. Ach Gott. Damn you. Ja, ein T32, da nehme ich dann doch Gold. Oh, Jagdpanther. Oh, T28 Prot. Der ging nicht durch. Hätte verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Der ging nicht durch. Lol, schön. Da links ist ein Rheinmetall Borsig. Der ging voll durch ihre Panzerung. Hoffentlich hast du HE geladen. Ja, ja. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh, Arti hat's. Für den hatte ich gerade tatsächlich HE geladen. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen hart im Eimer. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da ein Rheinmetall Borsig voll außen rum fährt. Warum steht dann VK neben mir? Hat auf mich gekämmt, Alter. Spasten. Bläh. War dann doch nicht so eine teure Runde für mich. Ja, also ist doch schon mal was. Sollen sie den dann noch machen? Aber wird doch ein einfacher, sympathischer, kleiner Sieg. Ja. Ja, der war für mich auch sehr einfach und sehr sympathisch. Du kannst gleich in der zweiten Runde nochmal nachlegen. Ich habe wie versprochen nachher HE-Mumpel verschossen. Absolut. Ja. Dein Wort ist auf jeden Fall was wert, das sieht man schon an so einem. Und ich hab mit der HE-Mumpel, wollen wir jetzt nochmal durchfahren? Ich dachte, da kann man durchfahren. Ich wollte nicht mehr leben. Bist du unzufrieden mit dir? Ja, ich bin mit unglaublichen 30 gegen die Wand gefahren. Ja, ich glaube, dein Fahrrad hat jetzt eine Gehirnerschütterung. Da geht's ja auch nicht durch. Was ist denn das für eine Scheißkarte hier? Sag ich doch. Entweder dein Fahrer oder dein Navigator hat jetzt eine Gehirnerschütterung. Vielleicht fängt er an, auf Freunde zu schießen oder so.
Bumm. Gönnt er sich den Tiger P? Wer gönnt den sich? Geh weg, mein Platz. Oh. Ich habe leider noch keine gute Crew drauf, das merke ich immer mal wieder. Was hast du denn für eine Crew drauf? 80% hat es aktuell. Achso. Ja, das ist dann wirklich ein bisschen mäßig. Siehst du hast doch so viel Gold, kannst du doch mit dem Gold eine Crew kaufen. Nee, dafür bin ich wiederum zu geizig, lustigerweise. Das kommt bei mir immer drauf an. Also im Angebot hole ich sie mir immer, hole ich mir immer 100% Crews. Aber sonst tue ich mir meistens auch 75% Crews. Vor allem sind es ja auch nicht so viele Spieler, bis die auf 100% sind. Das stimmt schon, aber wie gesagt, so die 100%, da denke ich mir, nee, das sind 1000 Gold. Davon kann ich auch eine 75% Crew machen und fertig. Ja. Bam! Bam! I want Ghost Rusis Cheeto. Schau, ich brauche gar keine Wand. Ich habe so ein Cheeto. Ja. Du hast ja aber auch reichlich an der Wand geübt. Ja, ich habe. Das war eigentlich der Haupthintergrund für das Ganze. Ja. Also du wusstest auf jeden Fall, wie man am besten mit möglichst hoher Geschwindigkeit auf ein hartes Objekt zufährt. Genau. Also ich habe einfach die Praxis, die Theorie in die Praxis umgesetzt. So ist es richtig. Gesagt. Bei der Wand bist du ja auch richtig schön gerade gegen, also... Mhm. Ich habe auch wirklich Anlauf genommen, muss man auch dazu sagen. Ja. Nee, war eine gute Runde bei mir. Ich habe 339 Credits immerhin gemacht. So, bevor es jetzt nochmal losgeht, muss ich mal meine Mumpeln ändern. Warum ist denn hier alles auf Gold, Mann? Wir kaufen sowas nicht mit Gold. Und irgendwie habe ich auch große Ersatzteilkiste drin. Natürlich auch nicht so im Sinne des Erfinders. Ja, ich habe immer Autofeuerlöscher drin, aber alles andere ist normal. Bist du soweit? Ich bin soweit, jetzt bin ich soweit. Jetzt ja. Das ist gut. Oh nein, warte. Jetzt habe ich nur HE dabei. Mensch, das ist ja aber heute was auch mit dem Top-Tier, ne? Und wir haben Haluf mit dem T32 ist ja mal monstergeil. Wir haben Top-Tier, wir haben eine schöne Karte, wir haben ausgeglichene Teams. Naja, mehr oder weniger. Also von dem her. Ja, wir rocken einfach die Scheiße fett. Alter, was sind das für Ghetto-Worte hier? Entschuldigung, ich wollte mal ein bisschen einen neuen Slang ausprobieren. Wir sind ja nicht bei Minecraft-Kiddy-Let's Play. Das ist tut mir leid, ich möchte ganz gerne meinen Kanal ein bisschen hip und modern gestalten. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich mal ein paar typische Jugendphrasen ein. Du Haiwan. Also was läuft, YOLO und sowas. Müssen wir jetzt läuft bei dir. Läuft bei dir. Fett bist du geworden. Ja, das auch. Ne, da muss ich, kennst du eine Comedian, Inisa Armani heißt die? A ist sie brutal heiß und B hat sie unglaublich große Möpse und C ist sie echt lustig. Also kann ich dir nur mal empfehlen, habe ich das erste Mal bei TV Total gesehen. Inisa Armani heißt die gute Frau, also lustig, wirklich. Und da bin ich eigentlich Comedians, so ein, ist schon anstrengend ab und an. Okay, naja, Hashtag wer kann, der kann, ne? Richtig, YOLO, Alter. Lass mal den Zweck jetzt aufdrehen. Auf B3 oder so. Alles klar. Also ich will so ein bisschen mit meinem Turm spielen, weil der kann, ne? Ja, ich habe auch vor, das vorne ein bisschen die Stelle da tight zu machen. Ja, lass sie mal richtig tight machen. Ja. Das ist wirklich ein guter Plan. Und wenn ich mit dir fertig bin, dann burns. Ja, das ist aber schon wieder alt. Ja, aber den finde ich trotzdem immer noch gut. Ja, der ist wirklich gut. Oh, neben mir ist der Nudelsalat. Nudelsalat wie der Nudelsalat mit vielen Schwängeln oder das, was man isst? Oh, ich hatte letztens die Noob-Noob-Nudeln im Gegnerteam. Noob-Noob-Nudeln. Hat sich Werbung gemacht. Und da hieß es dann im Text, ja, wenn du auch interessiert bist, melde dich doch bei uns. 80 Nudeln sind schon im Topf. Und dann dachte ich mir auch, okay, habe ich sogar aufgenommen, der Part, der ist live. Der ist hart. Der Part ist hart. Die ES steht da richtig geil, dass ich ihr da so ein bisschen was reinrödeln kann. Ich habe jetzt erstmal den T20, den ich hier was reinrödel. Hat aber jetzt nichts mehr mit dem Nudelsalat zu tun. Versuche ihn mal zu checken. Oh, gerade drüber geschossen. Ja, aber irgendwie kriegst du es nicht zu checken. Klicker. Jetzt habe ich ihn getrackt und gebrannt. Oh, schön. Ah, er fackelt sogar zu Ende. Ja, das lief jetzt ja wohl.
Das lief ja mal ganz gut. Jetzt frage ich mich, ob da die Leute auch mal so ein bisschen... Oh, was haben wir da? Ein FCM. Der kommt hier hoch? Ja, ja. Ja, mit dem live. Die schießt dich schön auf mich ein, hier. Oh, schön. The fuck? Das war ja auch sehr interessant gerade. Kritischer Treffer. Ach, das ist ein T26E4. Na gut, kein Wunder, den kann ich so nicht treffen. Beziehungsweise durchschlagen. Nicht in der unteren Wanne, da muss ich ihm an den Kopf ran. Mache ich mal, ich positioniere mich mal ein bisschen um. Firefly schießt mir drauf. Ich warte nur wieder, bis die Art hier einschlägt, die dürfte gleich soweit sein. Autsch. Verkackter Hellcat, dann ist jetzt endlich mal tot. Oh, unsere Leute sterben da drüben wie die Lemminge. Lemminge sollten aber eigentlich nicht sterben. Nee, eigentlich nicht, aber du weißt doch, wenn du Scheiße spielst, dann machen sie es doch. Na komm schon hoch jetzt. Ich zieh mich mal hier ein bisschen zurück. Oh Mann. Oh Mann. Okay, Art. CDC. Jetzt schießt die Arti auf mich. Unsere Art ist jetzt auch tot. Ey, wann hab ich denn so eine bekackte Gun Depression hier? Ich versuch mal noch über die Mitte zu dir zu kommen, weil ich kann da nicht durch den Weg fahren. Halt ein bisschen aus und im Zweifel macht Slowplay. Ja, ja. Oh, das ist ein Rheinmetall-Borsig jetzt auf einmal. Ich bounce an dem Rheinmetall. Ich komm gleich zu dir, gleich da. Versuch es schon lang zu machen irgendwie. Versuch die ein bisschen zurückzuhalten, aber das ist nicht ganz so simpel. Da habe ich gebrannt. Ein guter Hit. Ja, ich muss mal zurück. Ja, die ballert hart auf mich. Oh, jetzt muss man dem Super Pershing kommt jetzt auf den IS. Ja. Muss mich ein bisschen zurückhalten. Kannst du. Ich guck mal rüber und schieße auf den T28. Oh, warte mal. Nimm den mal lieber raus. Soll ich versuchen, auf den T26? Super Pershing wegmachen, bitte, ja. Versuch mal. Ja, die fucking Arti schießt sich auf mich ein. Neben geschossen. So, ich fahre auf ihn rauf. Ich brauch jetzt deine Hilfe, ja. Oh, Gott sei Dank, Alter. Das war ein Play. Oh. Heftig. Du brauchst noch einen Kill, Digga. Ich hab 5 Kills. Ach so, ja. Für Dingsig. Jo. Ich dachte, du meinst gerade Waffenbrüder. Nee, hol du dir die AT am besten, weil ich den T25 bekommst nicht mehr. Ja, dann zieh ich mir mal eine HE-Mumpel. Ja. AT schreibt schon fuck. Gegen die AT soll ich mir eine HE-Mumpel ziehen, oder? Gegen irgendwas? Nee, brauchst du ja nicht. Normal lang vollkommen. Ich würde sagen, ich fahre zurück, weil wenn der die Hellcat ist verkackt und im Zweifel kannst du die Arti oder Captain, sehen wir ja dann ja. Den. Mhm.
Ja, mal gucken, Der T25-2 hat auch noch 490 Struktur. Ob ich die Arti überhaupt kriege, wenn die hier lang zieht, ne? Ja, kann, wie gesagt. Am besten mal von hinten ran. Das ist alte Zeit der Welt. Ja. Das Problem ist nur, die Hellcat und ich, oh, ich sind beide One-Shots. Ja, die muss da hinten irgendwo stehen, da ist er. Mach sie weg, mach sie weg! Yes! Jetzt, jetzt fahr einfach bitte den Cap, wenn's geht. Ja. Oh mein Gott. Die erste Runde war ja mal mega kacke, die hier Spiel des Lebens gerade. Brauche ich nur noch einen Invader, dann läuft's. Mach da das Spiel ruhig lang, ne? Also riskier nichts, weil du bist ja für den auch One-Shot. Ja. So, aber wenn ich mich jetzt in Cap stelle und ihr den noch ein bisschen beschäftigt, dürft ihr auf jeden Fall nicht rüberkommen. How did we lose this? Ah, kann ich dir schon sagen, Baby. Ja, Platoon 2 carried. Aber hart. Alter, 10 Kills! Das war nice, ey. Nice play! Digga, nice. Kriegt man ab 10 Kills nicht sogar schon Crucial Contribution? Nee, 12. Ja, 12. Aber hart, war ein Panzer aus bei mir. Oh, nice. Das war eine geile Runde. Nee, bei mir zweiter Klasse, aber trotzdem, es war unglaublich schön gespielt. Hat Spaß gemacht. Mhm. Das war wirklich geil. Das ist doch mal YouTube-Qualität, sag ich mal. Das ist YouTube-Qualität. 1418 Basiserfahrung, nicht schlecht. Ja, das war dann auch die zweite Runde jetzt. Ja, genau, das war sie. Einfach mal sagen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst uns doch ein Däumchen da. Und ja, wie immer, wenn ihr das Spiel aus der anderen Perspektive sehen wollt, dann könnt ihr die Spiele ja auch parallel laufen lassen oder euch auf dem anderen Kanal das Ganze angucken. So, Ich empfehle immer, beide Videos aufzumachen, bei allem das den Ton zu muten und sich die parallel anzugucken, weil sie nämlich, wir timen das immer, wann wir die, ne, anfangen. So, richtig. Gut, das war's. Also, macht's gut, tschüss.